Eine neue Stadtteillinie der Linz AG Linien soll ab Herbst 2015 den öffentlichen Verkehr in der Landeshauptstadt noch attraktiver machen. Die Linie 107 wird künftig auf 14 Haltestellen vom Froschberg über Gaumberg und Käferfeld bis zum Bindermichel fahren und so die Siedlungsgebiete besser an die Hauptverkehrslinien anschließen. Es werden zum einen wichtige Straßenbahn- und Buslinien damit verknüpft mit dieser neuen Stadtteillinie, zum anderen auch wichtige Zentren wie das Hummelhofbad oder Seniorenheime. Also wir glauben, dass die Linie wirklich angenommen werden wird, gut bei der Bevölkerung ankommen wird. Sie liegt genau auf unserem Konzept der Linz AG, nämlich Ausbau der Kundenorientierung, der Kundenangebote und Erhöhung der Versorgungssicherheit. Beides ist hier gegeben. Wir versorgen die Stadtteile noch besser mit ÖV-Leistung und können eben durch die Verknüpfung mit anderen Linien das Angebot deutlich ausbauen. Die Linie 107 wird die insgesamt 9. Stadtteillinie in Linz, welche seit Mai 1995 Schritt für Schritt eingerichtet wurden. Wir bekommen hier sehr positive Rückmeldungen. Wir haben sehr unterschiedliche Zahlen natürlich, je nachdem, ob es sich um eine Stadtteillinie handelt, die mitten in der Stadt ist, wie die Linie 103, oder eben eine, die ein bisschen im äußeren Bereich ist, wie in Ebelsberg, die Linie 104 oder die Linie 106. Die Zahlen bewegen sich zwischen 50.000 und 280.000 Fahrgästen, die hier diese Stadtteillinie nutzen. Insgesamt haben wir mit diesen 8 Stadtteillinien bisher 1,2 Millionen Fahrgäste befördert im letzten Geschäftsjahr. Die Kosten der Vorbereitungsmaßnahmen für die 4,2 Kilometer lange Strecke belaufen sich auf rund 145.000 Euro. Die jährlichen Betriebskosten liegen bei geschätzten 180.000 Euro. Es gibt überhaupt keine Linie im öffentlichen Verkehr, die nur ansatzweise kostendeckend ist. Wichtig ist, dass man die Steuergelder, die wir für den öffentlichen Verkehr verwenden, dermaßen auch im Griff haben, dass man sich zusätzliche Service wie eben diese Stadtteillinien auch erlauben können. Und das ist bei der Linz AG insgesamt der Fall und deswegen können wir ausbauen, auch wenn diese Linie sich mit knapp 200.000 Euro Defizit in den Büchern bemerkbar machen wird. Die öffentlichen Verkehrsmittel erfreuen sich in Linz großer Beliebtheit und die Kundenzahlen der Linz AG Linien sind in den vergangenen Jahren stets steigend. Also wir haben in dem vergangenen Jahr auf den Linz-Linien 107 Millionen Fahrgäste zu verzeichnen. Das ist ein All-Time-High, also ein Highscore, den wir jedes Jahr haben. Und wir haben gerade vergangenen Freitag vom Verkehrsclub Österreich auch eine Studie bekommen, dass die Autos in Linz sozusagen, also pro Einwohnerinnen und Einwohner in den letzten Jahren zurückgehen, im Gegensatz zum Oberösterreich. Recht trennt, wo die Autos in den, also bei den Einwohnerinnen und Einwohnern mehr werden. Das beweist, wie attraktiv die Linien der Stadt Linz sind und wie gut dieses Angebot auch angenommen wird. Ab September 2015 soll die 14 Minuten dauernde Fahrt mit der Linie 107 möglich sein.